die große Dokumentation über Bimobil auf dem Caravansalon 2020. Ich bin mit dem Chef hier, dem Stefan. Grüß dich, Stefan. Ja, hallo, grüß dich. Ja, du bist ein ganz ruhiger Typ, ich eigentlich auch. Wir reden langsam und gediegen, aber bei so einem Fahrzeug, da bleibt mir die Spucke weg. Denn wie du ihn hier aufgebockt hast, klar, ist direkt am Eingang bei eurem Stand. Ja. Aber das ist alltäglich für so ein Fahrzeug, das kann der locker wegstecken. Das ist das, wo man einfach nur zeigen will, für die, die den Unimog nicht so gut kennen, was das Fahrzeug tatsächlich kann. Und das ist ja nur ein Hinweis dessen, was er kann. Ja. Ich habe ihn vorne, das rechte Vorderrad, sehr deutlich hochgehoben, links ein bisschen. Wohnkabine hängt zwar natürlich nach hinten runter, weil wir vorne höher sind als hinten, steht aber ansonsten absolut gerade. Ich habe vier Füße auf dem Boden, das heißt, ich habe mit allen Rädern Traktion. Das heißt, wenn ich im Gelände unterwegs bin, kann ich so halt noch sicher fahren und habe maximale Traktion, um weiterzukommen. Ist das das perfekte Zugfahrzeug für alle Eventualitäten? Ich denke, was die Offroad-Fähigkeit angeht, ist es einer der besten, wenn nicht der besten. Von der Größe, Gewichtsklasse und das Ganze ist das ein Konzept, wo man eigentlich überall durchkommt. Klar geht es größer, nochmal größere Räder, aber irgendwann bin ich auch so schwer, dass ich dann auch irgendwo wieder Probleme habe mit dem Untergrund oder so groß und hoch bin, dass ich nirgends unten drunter passe. Das ist also schon für die Leute, die wirklich Offroad fahren wollen, in entlegene Gebiete reinfahren wollen, von Offroad-Fähigkeit zur Fahrzeuggröße, zu Fahrzeuggewicht sicherlich ein optimales Konzept. Ja, man sieht ihn nicht so oft, zumindest habe ich ihn jetzt in Kalkar. Ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt stand. Das ist ein sehr, sehr seltenes Fahrzeug oder habt ihr da Stückzahlen? Nein, da haben wir keine Stückzahlen. Das Basisfahrzeug ist natürlich auch sehr teuer. Preis? Ja, so in der Richtung 200.000 fürs Fahrgestell. Ja, und so wie er hier steht? Jetzt liegen wir bei über 400.000, 430.000 Euro. Er ist total schön. Also allein mal hier, ich zeige mal gerade hier die Felgen. Das ist jetzt keine Optik, sondern das hat einen Sinn, wenn du mich mal kurz aufklärst, wie so eine Felge aufgebaut ist. Hutchinson-Felge, ja. Da ist unser Partner die Firma Helget, die den entsprechend umrüstet. Vorteil von einer Hutchinson-Felge ist, ich kann die Felge mit viel Schraubarbeit teilen. Das heißt, ich kann letztendlich ein Ersatzrad, dann habe ich 5 Felgen und eine Karkasse mitnehmen und kann mit Bordmitteln auch die Felge und den Reifen zusammenfügen. Es ist zwar viel Schraubarbeit, aber das macht es halt einfach sehr flexibel. Man kann ja einen Schrauber mitnehmen mit Druckluft. Da habe ich gesehen, ist vorne ein Anschluss. Ja, Druckluftanschluss ist da oder man nimmt einen Akkuschlagschrauber mit, was ich immer dabei habe. Das ist heutzutage kein Thema mehr. Ich habe auch immer einen dabei, also für den Radwechsel. Ich habe ihn noch nie gebraucht, einen ganz speziellen. Ja, wir haben ihn schon gebraucht. Wir haben einen großen, schweren dabei, auch für LKW-tauglich, was wir dabei haben, um auch mal irgendwo einem Partner unterwegs helfen zu können. Schön ist hier, so wie du den jetzt aufgebockt hast, man sieht richtig schön rein. Ja. Das geht normalerweise nicht. Man sieht das Federsystem, die Dimensionierung von den Achsen, die Dicke von dem Querstabilisator. Wenn man von vorne rein leuchtet, sieht man auch, wie der arbeitet, wenn man ihn so verschränkt. Also die ganzen Dämpfersysteme, Fahrerhausdämpfung und so weiter. Das ist sichtbare Technik. Gebaut für die Ewigkeit. Ich guck mal gerade, was für Scheinwerfer du verbaut hast. Das sind die Serienscheinwerfer? Nein, das sind optionale Scheinwerfer. Hier haben wir bessere Qualität reingenommen. Also ein paar Sachen am Basisfahrzeug haben wir über Firma Helget noch optimiert. Ein heller Scheinwerfer? Ja. LED? Ja. Boah, ich bin echt sprachlos. Alles nochmal massiver ausgelegt. Bei dem Iveco haben wir uns ja vorhin angeschaut, die Ösen mit 3,5 Tonnen. Hier kann ich halt mal so richtig was dranhängen. Ja. Das ist nochmal eine Stahlplatte, wo man auch mal draufrutschen kann. Das ist ein Stahlstoßfänger, der richtig massiv ist. Der ist dafür ausgelegt, dass man Militär- oder Feuerwehrbereich auch einfach mal einen Baum wegdrücken kann. Sag mal, wenn die Leute, die sind ja recht hilfsbereit. Das heißt, gerade am Strand, wenn mal einer sich eingegraben hat, das hier ist ja so ein Fahrzeug, da mit kann man jemanden rausholen. Wenn ich jetzt hier mal feste ziehe, hier unten, der Rahmen ist nicht direkt verzogen, oder? Nein, hier kann man richtig ziehen. Ich musste nur gucken bei dem Partner, den ich rausziehe. Dass du den nicht kaputt machst? Nicht, dass ich dem eine Radstandsverlängerung ziehe. Ist schon passiert, oder? Ja, kann da schnell was kaputt machen, ja. Boah, ist der geil. Ist der mittlerweile leise drin? Absolut. Also, der Euro 6 hat das Fahrerhaus vom Mercedes Atego.
Echt? Ist also wirklich ein komfortables Fahrerhaus, auch inzwischen mit Automatik, immer noch mehrere Untersetzungen, kann extrem langsam, ist immer noch hochgeländegängig, alle Kriterien, die man braucht im Offroad, sprich hohes Drehmoment, sehr, sehr langsam, Reifendruckregelanlage, Portalachsen, alle Achsen gesperrt und das ist natürlich alles da. Hat eine Wahrtiefe von 1,20 Meter. Das geht so weit, höchste Kategorie, ich kann bei 1,20 Meter das Motor abstellen. Ich sage immer spaßeshalber, man kann das Auto abstellen, eine Runde schwimmen gehen, duschen und hinterher weiterfahren. Das geht so weit, dass zum Beispiel auch die Heckbeleuchtung einen Luftschlauch hat. Das heißt, die haben einen leichten Überdruck, sodass kein Wasser in die Leuchten reinläuft. Das ist bei mir schon passiert, bei den Blinkern, da ist es reingelaufen. Und die haben einen Überdruck. Die haben einen Überdruck. Ja, das ist ein Druckluftschlauch auf der Beleuchtung hinten drauf. Ich nehme an, das hier ist die Fahrerkabine, die ist absenkbar. Fahrerkabine ist kippbar, also für die Wartung habe ich hier einen, das ist ja so angedeuteten Hauber, sprich ich kann hier nochmal aufmachen, dann komme ich an gewisse Grundlagen dran, ansonsten muss ich das Fahrerhaus kippen und der Motor sitzt hier in der Mitte. Beim Euro 6 ist der Motor nochmal ein bisschen nach hinten gewandert, sodass die Fahreigenschaften und Schwerpunktlage nochmal ein bisschen optimiert ist. Wie ist denn jetzt die Kabine verbunden? Ist sie starr verbunden? Oder? Wir gehen auf die Originalkonsolen, sprich wir haben das Fahrerhaus beim Unimog ist 3-Punkt gelagert und wir gehen auf die Originalspinne, die P61. Da ist auch die Wohnkabine nochmal 3-Punkt gelagert auf der Originallagerung. Deswegen kann das Fahrzeug auch unten so komplett verschränken und Wohnkabine, Fahrerhaus bleibt relativ konstant, weil halt alles komplett sich verbinden kann. Okay, das ist auch der Grund, warum die Verbindung auch flexibel ist. Das ist ein Balk aus Gummi? Das ist ein Balk, ja, aus so einem Spezialmaterial. Das muss flexibel sein, weil Fahrerhaus und Wohnkabine zueinander verklappen können. Gerade die Lampe ein bisschen näher dran, dann scheint es mal rein. Ich rede mal so viel bei den Videos, aber hier einfach mal so zeigen. Das ist einfach fantastische Technik. Macht Spaß, so ein Auto. Sag mal, wenn ihr so ein Fahrzeug baut, die Baudauer insgesamt ein Jahr? Nein, bei weitem nicht. Wie gesagt, wir haben 80 Mitarbeiter, wir sind spezialisiert drauf. Wenn wir das zum Projekt, also Projekt Unimog mit Vollausstattung, werden wir ungefähr 6 Wochen brauchen. 6 Wochen. Wenn so ein Fahrzeug rausgeht, da hat das Team jetzt an dem Fahrzeug insgesamt 6 Wochen oder sind es Stationen bei euch? Von Station zu Station geht das? Insgesamt 6 Wochen, aber es sind natürlich Stationen. Wir machen erst die Basisfahrzeuganpassung, Wohnkabine wird gefertigt, dann wird zusammengeschraubt. Dann geht das Ganze in die Inneneinrichtung rein. Das nächste Team macht dann Elektrik und die ganzen Außenanbauten und die Riffelblechverkleidungen, Staukästen und so weiter. Es sind ganz, ganz viele Teams, die sich dann auf so ein Projekt stürzen. Wie schwer ist das Fahrzeug? Das ist ein 9,8 Tonner. Ich habe auch noch entsprechend Reserven von der Zuladung her. Das Fahrzeug wird ungefähr fahrbereiter Zustand bei 7,5 Tonnen liegen. So, Kraftstoff. 2x 180 Liter. Jetzt habe ich gesehen, Actros, der verbraucht bei dem Gewicht ungefähr 17 bis 20 Liter. Wie liegen wir hier? Äquivalent. Das ist neu, gell? Dass die Fahrzeuge kaum noch Sprit verbrauchen. Ja. Also das auch, gilt auch für den. 17, 18 Liter ist ein realistischer Spritverbrauch. Das ist zu betonen, denn viele denken, wenn man hiermit unterwegs ist, ist man ungefähr so gut dran wie eine Fernflugreise. Das ist gar nicht der Fall mit 17, 18 Liter. Das ist schon lange nicht mehr so. Wir verwenden bewusst moderne Autos, Euro 6. Es gibt ein paar Maßnahmen, um sie für die Welt tauglich zu machen. Und ansonsten habe ich halt einfach ein modernes Auto mit extrem niedriger Ausfallwahrscheinlichkeit. Ja, die andere Variante ist ja, ich nehme ein Euro 0 Auto, einen alten LKW, fahre mit dem in die Welt. Aber da muss man begnadeter Schrauber sein und ich habe Probleme, Ersatzteile zu bekommen und so weiter. Also unsere Herangehensweise, unsere Philosophie ist ein aktuelles Auto von einem namhaften Hersteller. Neu sind die immer, richtig? Neu. AdBlue-Technik hier dann? AdBlue-Technik, ja, selbstverständlich. Wenn ich es nicht kriege, AdBlue, was mache ich denn dann? Mitnehmen? Weiß ich offiziell keine Lösung. Inoffiziell natürlich. Sehr schön, das wollen wir aber gar nicht wissen. So ist es. So, ich zeig mal gerade, hier vorne ist der Kraftstoffkampf. Das ist natürlich auch wichtig, ich kann dort tanken, wo es am günstigsten ist. Ja, wobei das ist gar nicht empfehlenswert. Beim fernen Ausland ist der billige Sprit nicht unbedingt den ich auch in so einem Auto fahren will. Wobei... Stefan, ich muss mal hier drunter krabbeln. Das ist...
weil in Russland kostet der Liter Qualitätssprit 60 Cent. Ja. Und es gibt auch den für 30 Cent, aber den nimmt man lieber nicht. Warte mal, ich muss mal irgendwie gucken, dass ich den Hebel auf meinem Arm wegkriege, dass ich das mal zeigen kann. Allrad. Ich liebe meine Kommentare, wenn die mal sagen, ja klar, ist das ein Allrad, das ist ein Unimog. Aber da sieht man richtig noch drunter. Ja. Wenn man von hier reinschaut auf das Rad da drüben, sieht man auch die Portalachsen. Man sieht, dass die Achse nicht konzentrisch zum Rad ist, sondern nochmal über so ein Zusatzgetriebe nach oben ist. Der Vorteil ist, ich habe zusätzliche Bodenfreiheit. Die ganzen Differentiale sind sehr, sehr hoch bei dem Auto. Und ich kriege natürlich das Drehmoment über die Portalachsen, also über die Getriebe, erst vor Ort an den Reifen. Ich kann mit anderen Drehzahlen auf den Achsen arbeiten. Das ist also eine sehr, sehr clevere und funktionelle Technik. Gebaut ist das Fahrzeug für unter anderem fürs Militär, das heißt aber auch für den zivilen Bereich. Das heißt, also es sind Leute unterwegs, die Güter von A nach B bringen müssen unter widrigen Umständen. Ja. Energieversorger, die zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Masten müssen. Unimog, universelles Motorgerät. Ein extrem flexibles Fahrzeug. Ja, man erntet mit so einem Fahrzeug unglaublich viel Anerkennung. Ja. Also es ist ähnlich wie ein Volkswagen T6, den ich selber fahre, ja, genau. Wo ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es bei dem Fahrzeug, das ja schon ewig so gebaut wird, eine Fangemeinde gibt. Also ich bin da eingestiegen, fahre das Fahrzeug. Das Fahrzeug kostet ja auch fast sechsstellig. Ja. Und du hast überall Anerkennung. Ja. Anders wie bei irgendeinem anderen Fahrzeug. Mercedes-Benz hast du das nicht. Also das ist so, wenn du ein Vito fährst und du fährst einen T6, ein ganz anderer Effekt. Ist so, ja. Kennen wir. Also wir haben insgesamt unsere Fahrzeuge immer ein bisschen mit Understatement. Und der Unimog, so teuer wie er ist, aber ja, das kann ich bestätigen, die Anerkennung und nicht den Neid, sondern die Bewunderung, die hat man bei dem Auto. Das ist wirklich so. Also das ist so. Wir gehen gleich mal rein, denn ihr habt drinnen etwas geleistet. Ihr habt, ich sag mal, Schick, Exklusivität, ihr habt Design und die Schlichtheit in einem verbunden. Allein das Dekor, weil ich dich ja das letzte Mal gefragt habe, die Autos müssen nicht immer weiß sein, sondern das ist gelungen. Das heißt, soll schön sein, aber auch unauffällig, wenn ich irgendwo frei stehe im Gelände. Will ich ja nicht, dass jeder sieht. So ein dunkles Rot zum Beispiel ist tagsüber eine ganz, ganz tolle Farbe. In der Dämmerung verschwindet das dunkle Rot. Das wird braun und schwarz. Die Dieselheizung von Truma, ja. Ist die zuverlässig? Weitgehend. Dieselheizung generell ist natürlich bauartbedingt etwas aufwendiger als eine Gasheizung. Ich brauche eine Hochdruckpumpe, ich brauche einen Zerstäuber, ich brauche einen Glühstift. Wenn man also wirklich in der Welt ist, auch unter extremen niedrigen Temperaturen unterwegs ist, empfehlen wir immer noch ein redundantes System für den Fall der Fälle. Und dann können wir die Leute guten Gewissens in die Welt schicken. So, oben der Aufbau. Das ist natürlich, wer sowas designt, ihr habt das auch noch was rausgelasert, das Material? Ja, das ist gefrästes Material und geschweißter Träger von unseren Jungs. Hallo? Hallo, geschweißter Träger. Wir haben hier Schwerlastschienen, das heißt, das Ersatzrad wird seitlich rausgeschoben und dann über eine Winde runtergelassen. Das heißt, genau neben dem Auto kommt das Rad runter, dann kann ich es wegnehmen, montieren, tauschen und das Ersatzrad wieder hochschieben und reinschieben. Es gibt Leute, die haben mir erzählt, die schaffen das sogar allein. Das würde in dem Fall sogar funktionieren. Wobei, so ein Rad alleine zu machen, den Jungs sieht man das an, die das können. Man fährt oft bei Fernreisen zu zweit? Je extremer das Gelände ist, desto sinnvoller ist es, dass man zu zweit, zu dritt fährt, um sich gegenseitig helfen zu können. Im Prinzip ist die Fernreise alleine. Bloß wenn ich ins Gelände gehe, ist einfach ein Sicherheitsaspekt, dass man mehrere Autos hat. So, ich zeig mal gerade dieses ganz tolle Design-Element, hätte ich fast gesagt, aber es ist Design follows Function. Das heißt, also ihr habt es geschafft, die Markise direkt zu integrieren. Das heißt, je nachdem, wie der Sonnenstand ist, sitze ich sogar im Schatten. Ja, so ist es. Und ich kann komplett rausgucken. Große Seitenklappe. Sag mal, war jemals der Drang nach einem Fliegengitter hier, das einer mal gefragt hat, könnt ihr ein Fliegengitter liefern? Ständig gefragt. Unsere Antwort ist, macht eigentlich keinen Sinn. Weil wenn ich belüften will und wirklich die Fliegen unterwegs sind, so die schottischen oder russischen oder was auch ich immer, Viecher. Ja, ich habe gehört, 1,5 Zentimeter Dinger gibt es irgendwo in Finnland, hat mir einer erzählt. Da mache ich, ja, weiß ich, in Russland auch. Wir waren in Russisch-Karelien, die sind echt groß und viele. Ja, ja. Und die sind wirklich binnen Sekunden sind auf dir drauf. Und sie lieben einen.
Ja? Nein, da mache ich zu. Das sind die KCT-Fenster, die haben absolut mückendichtes Mückengitter. Das heißt, Belüftung kriege ich hin, mückendicht. Das ist Terrasse. Da macht es eigentlich keinen Sinn, ein Mückengitter wieder runterzuziehen. Ich mache auf und mache gleich wieder zu. Hier lasse ich die Beine baumeln, ich gucke raus, ich kriege die Gerüche mit und so weiter. Das ist Frühstück auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Das macht nur Sinn, wenn es offen ist. Die Leute fahren ja nicht nur in den Norden, die fahren auch in den Süden. Gibt es in der Wüste auch Mücken? Ich denke, nein, das ist zu trocken. Zu trocken, ja. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in der Wüste. Ich bin kein Wüstenmensch. Ich bin ein Skandinavienmensch, Nordmensch. Ein Nordmensch. Da fühle ich mich wohl. So, jetzt zeige ich mal gerade, das sind diese Echtglasfenster, die, genau, wo du mir erzählt hast, da kann auch mal ein Baum dran rumschrappen, da passiert nicht so viel. So ist es. Die sind kratzfest, wobei das kratzfest ist nicht das Hauptargument. Es ist einfach diese Haptik, die Dichtheit, die akustische Isolierung, das hört man tatsächlich, das absolut dichte Mückengitter und die auch Verdunklungsmöglichkeit. Das ist einfach ein Fenster, wie man es eigentlich zu Hause nicht hat. Komm mal mit, Stefan. Ich muss das Heck mal sehen. Sag mal, ist das nicht schön, wenn man was macht, was so genial ist wie dieses Auto hier, was denn da steht und die Leute wirklich gucken und so fasziniert sind? Das ist schön. Das ist was richtig Spaß macht, was auch stolz macht. Ja? Dass man Produkte produziert, fertigt, wo die Leute echt Spaß haben und auch wirklich nochmal nach einem langen Arbeitsleben oder wenn es finanziell machbar ist, wirklich eine Lebensqualität haben mit so einem Fahrzeug. Nein, das macht Spaß. Ich hatte zu Gast den Entwicklungsleiter von Atego und Actros, der ist jetzt im Ruhestand, der war bei Bimobil, bei Variomobil. Und der sagte mir, dass die Qualität der Verarbeitung, und der kennt sich wirklich aus, dort mindestens so gut ist wie bei Mercedes-Benz. Ihr habt wahrscheinlich öfter mal Leute von Mercedes-Benz zu Gast, oder? Und was sagen die, wenn die Fahrzeuge sehen? Die bestätigen das so. Also die Mercedes-Leute, die sind absolut zufrieden mit dem, was wir machen. Und gerade mit dem Sprinter, den wir uns ja schon angeschaut haben, mit dem M-Book-System, da haben wir mit der Mercedes-Entwicklung zusammengearbeitet. Dann kommt dann auch gerne mal einer der Entscheider von Mercedes. Nein, die arbeiten gerne mit uns zusammen. Das sind Fahrzeuge, die kann auch Mercedes jederzeit zeigen. Habt ihr die Frage, habt ihr die entsprechend verkauft schon mal Mercedes-Benz, die Fahrzeuge selber? Mitarbeiter? Nein, das direkt, ja, schon, aber immer über den Privatsektor. Ja, das meinte ich jetzt. Ja, ja. Also, dass jemand, der da arbeitet, sagt, ich hätte gerne das Fahrzeug so. Ja, selbstverständlich. So, hin habe ich. So, wir zeigen aber nochmal hier drunter. Das ist allein hier mal zu zeigen, wie das Ganze gemacht ist. Ich habe eine Rückfahrkamera, die sehr tief hängt. Ja, das ist die Original-Mercedes. Man kann selbstverständlich noch die klassische Kamera oben machen. Aber das ist die Original-Mercedes, die erstaunlich gut funktioniert an der Stelle. Ja, die ist wasserdicht, die kann also richtig mal unter Wasser gehängt werden und es funktioniert gut an der Stelle. Ich komme gut zurecht, ich kann auch sehen, wo mein Heck ist, wenn ich rückwärts fahre. Boah, ist das eine Achse. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wenn du mir mal kurz erklärst. Die funktioniert vom Querstabilisator. Wenn du mal kurz draufhältst, wo das ist. Der Querstabilisator. Das ist der Querstabilisator. Ja, das ist ein Drehstabfeder. Man sieht, wie die hier verwunden ist. Ja. Diese Bewegung macht die Drehstabfeder. Sieht man ja wunderbar, wie durch dieses Federsystem die Achse nochmal stabilisiert wird. Das ist Hightech, das war früher auch schon drin? Das ist kein Hightech, das ist ganz, ganz klassische LKW-Technik. Findet man in jedem LKW, aber das ist so bewährt, dass man es auch heutzutage nicht drauf verzichten kann. Findet man im Iveco-Allrad, findet man im Sprinter, findet man da. Also das ist einfach ganz klassische LKW-Technik. Ich habe gesehen, hier vorne sind noch Ventile dran. Man kann den Luftdruck während der Fahrt ändern? Ja, das ist eine Reifendruckregelanlage. Im Fahrerhaus drücke ich auf den Knopf und kann entsprechend den Reifen runterfahren. Das ist der Michelin XZL, der geht bis zu einem Bar runter. Ein Bar? Ich kann ihn fast platt fahren. Dann nur noch im Kriechgang, sehr langsam. Da gibt es eine entsprechende Tabelle, wie langsam man mit welchem Druck fahren muss. Aber dann habe ich mit so einem Unimog mit den knapp 10 Tonnen ungefähr eine Einsinktiefe im Sand, wie wenn ein erwachsener Mann mit 80 Kilo einbeinig steht. Sprich, da wo ich gehen kann, kann ich auch fahren. Das fällt mir so schwer bei dir. Warte mal, wenn ich mal gerade daneben stellst, der ist jetzt ein bisschen höher, vielleicht auf die rechte Seite, dass man mal sieht, du bist denn ungefähr Schulterhöhe. Wie groß bist du da? 1,75 Meter. Schulter ist 1,50 Meter ungefähr? Ungefähr, ja. Ungefähr 1,50 Meter. Das heißt, die Einladekante ist so, dass ich ganz bequem hier dran komme, stehend. Ja.
ist natürlich hoch. Also wenn ich so eine große, schwere Box habe, die muss ich hochwuchten. Gut, ich weiß ja, was aber ich habe 1,20 Meter Watt Tiefe. Das heißt, hier kann ich im Wasser stehen. Das ist geil. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das Leute kaufen, die gar nicht wegfahren. Die einfach nur, habe ich. So. Einfach nur schön, ja. Einfach nur schön. Was ist dahinter? Der Einfüllstutzen für den Gastank. Für einen kleinen Gastank zum Kochen. Okay. Ah ne, der ist versteckt. Ah, warte mal, dann zeige ich es mal gerade. Auch von innen schön gemacht. Und hier ist der Gastank. Habe ich selber, wenn ich sowas verkaufen würde, würde ich jedem einen Gastank aufdrücken. Denn das ist unglaublich praktisch. Einzige Ausnahme, die Überseefähren wie die Halifax-Fähre oder sowas nehmen momentan keine Gastanks mit. Nachdem er letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal eine Fähre da gebrannt hat. Ja. Und man den Gastank im Verdacht hatte. Da muss man aufpassen, also die Überseefahrer, da muss man momentan diskutieren, wie man es macht. Ihr seid, wenn man solche Routen plant, auch entsprechend Ansprechpartner für die Leute? Das heißt, ihr könnt Tipps geben oder auch Leute empfehlen? Wir haben Partner. Wir haben natürlich sehr viel Erfahrung selber. Ansonsten arbeiten wir mit der Firma Seabridge zusammen, die diese Fährenreisen führt. Und ursprünglich kommt Seabridge auch von den Fährverschiffungen her. Also das sind unsere Partner und gerade der Konstantin Arbert, der Abenteuer Osten macht, also alles, was Richtung Osten losgeht, mit dem arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Und mit dem haben wir letztes Jahr auch unsere Russland-Tour gemacht. Das ist ein richtig cleverer, netter Kerl. Und wenn irgendwelche Fragen zu Reisen sind, dann vermitteln wir an die Firma Seabridge bzw. Abenteuer Osten. So, Fernreisemobil EX-432, EX-Expedition. Expedition, das haben wir irgendwann mal so uns überlegt. Und die 432 ist die Länge in Zentimeter der Grundplatte, also 4,32 Meter. So, kostet mit Mehrwertsteuer 441.875 Euro. Also du hast mir gesagt, in München Eigentumswohnungen liegen so ungefähr auf dem Niveau mindestens. Ach, da, ja. Ich glaube, eine Zweizimmerküche Bad gibt es dann. Genau, so ein Schlafwohnklo. Gibt es Leute, die das auch querfinanzieren? Das heißt, die zahlen ein bisschen was an, finanzieren den Rest, gibt es das? Früher ja, die letzten 3-4 Jahre. Eigentlich nein. Ah, da ist der Bluttank. Genau. Ja, der ist auch schön zugänglich. Ist gut zugänglich. Man kann ihn leicht befüllen. Abschließbar. Ja. Was ist das da? Muss ich gestehen, bin ich gerade überfragt. Das ist, könnte ein Sensorsystem vom AdBlue-System sein. Okay. Ich habe mal das letzte Mal gesehen, dass das in der Software entsprechend gemessen wird. Man kann da nicht einfach Wasser reinkippen, sondern das stellt sogar fest, ob der entsprechend der Gehalt. Oxide werden gemessen, ja. Das ist bei Euro 6D. Bei Euro 5 war oder bei Euro 4, Euro 5 war meistens nur der Partikelfilter, Eingangsdruck, Ausgangsdruck und die AdBlue-Einspritzung war nach Leistungsabruf. Mhm. Aber ab Euro 6 muss der spätestens da werden die Stickoxide gemessen. Und dementsprechend der AdBlue-Zuspritzung gesteuert. Ja, das war das System, hat sogar angezeigt, wie viel Prozent das AdBlue hatte. Das heißt, es konnte es auch noch messen. Ja. Das ist also auch neu. Das Motoröl, die Zugänglichkeit ist interessant. Das scheint, glaub ich, auch ein Faktor zu sein, das mal ab und zu mal zu messen, oder? Ja, und das ist ein ganz, ganz klassisches Konzept der Unimog. Also modern würde man so nicht bauen, aber er ist einfach bewährt so. Manche Sachen ändert man nicht. Das muss wartfreundlich sein. Ich muss drankommen. Ja. Ich komme dran, wie ich gerade sehe. Das darf nicht das Thema sein, ich habe keine Leiter gefunden, ich konnte den Ölstand nicht wechseln, nicht kontrollieren. Hier ist kein Ölfleck unterm Teppich. Das gibt es nicht mehr. Das ist ein neues Auto. Das nenne ich mal einen Schutz hier. Unterbodenschutz. Ja, das ist original von Mercedes so. Dem ist nichts hinzuzufügen. Da gibt es nichts dazu zu sagen, nein. Selbst in der richtigen Farbe. Selbst in der richtigen Farbe. Ja, das ist die Regelanlage. Ja. Wie ist das denn? Ist da drin jetzt eine Abdichtung, die im Prinzip mitläuft? Oder wie über die Achsen. Okay. Ja, das sind dichte Achsen und die Reifendruckregelanlage läuft immer über die Achse. Das ist ein System, was auch schon sehr lange auf dem Markt ist, was halt sehr, sehr teuer ist, wenn man es braucht. Aber extrem komfortabel. Und wenn ich jedes Mal aussteigen muss, Reifendruck ablassen, dann hat man es halt doch mal nicht gemacht, weil man zu faul war. Und dann ist man wieder 3 Stunden am Schaufeln. Und hier drücke ich auf den Knopf
sage Sand oder Matsch oder Schnee und kann auch manuell eingreifen, aber es sind auch gewisse Konfigurationen vorprogrammiert, wo ich einfach nur auf den Knopf drücke. Da steht es auch nochmal auf dem Reifen, das heißt, der ist dafür gebaut. Ja, der ist dafür gebaut. Re-groovable steht drauf. Der Stutzen ist dabei, serienmäßig? Der ist serienmäßig dabei. So, jetzt kommt's. Wir gehen mal rein. Ja. Denn ich könnte jetzt noch mal stundenlang über diese... Tja, sonst wären wir gar nicht mehr fertig. Das ist der Einstieg. Das ist natürlich jetzt dem geschuldet, dass das Rad so weit oben ist. Ja. Dass wir das Fahrzeug so aufgebockt haben. Genau. Also wenn er gerade steht, komme ich über die Treppe problemlos rein. Genau, ansonsten habt ihr hier was dran gebaut. Das heißt, ihr habt das vorher schon geplant, wie er stehen soll, nehme ich an. Ja, ja. Der Messebauer hat gesagt, da vorne rechts muss das Ding hin. Nee, wir haben das ausgemessen, haben alles bei uns gemacht, auch geschweißt und nochmal schön in Rot hinterleuchtet, sodass man halt einfach das Auto entsprechend präsentieren kann. So, wir gehen rein. Ich kann es kaum erwarten, wie der Schnitt innen ist. Ich habe ja schon ein bisschen reingeguckt. Ich habe das Polster nämlich schon gelobt. Ich habe es nur von außen gesehen. Ich selber war noch nicht drin. Die Scharniere mal wieder überdimensioniert. Ein normales Schloss ist drauf. Kein Fenster hier diesmal drin, denn ich kann ja auch daneben rausgucken. So ist es. Patricia. Hallo Sven. Das sieht aus wie Leder, oder? Ja, das ist doch Leder, oder? Das ist Leder, selbstverständlich. Leder im Bimobil. Ja. Das geht. Robust, abwischbar. Nicht jeder mag's. Bei unserem eigenen Fahrzeug fahren wir auch Leder. Gerade mit den Hunden, falls die illegalerweise doch mal wieder da oben sitzen, eine wunderbare Sache. Es riecht total schön. So soll es sein. So, und hier habe ich mal wieder den Ausblick. Das ist bekannt auch aus dem Iveco, den wir gefilmt haben. Und das Panorama ist natürlich toll. Und das ist natürlich was, was die Leute absolut begeistert. Das heißt, ich kriege das Ding entlüftet in 0,nix. Und jetzt muss man sich natürlich auch vorstellen, ich frühstücke und habe Blick auf einen See, aufs Meer, auf irgendwelche Berge, auf irgendwelche Tiere, die da hinten rumlaufen. Wenn man noch das Kopfkino anschmeißt, dann ist das wunderbar. Auch hier die gleiche Qualität in der Verarbeitung. Das ist bei Bimobil immer gleich. Wir machen keinen Unterschied, ob wir jetzt eine Pickup-Kabine bauen, ein Reisemobil bauen oder ein Expeditionsmobil auf dem Unimog. Die Qualität ist immer gleich. Da machen wir keine Unterschiede. So, jetzt habe ich hier natürlich nicht ganz so viel Platz wie in dem Alkoven, den wir drüben gesehen haben. Der Alkoven nimmt das Bett weg von der Grundfläche und macht es deutlich größer und flexibler. Im LKW-Bereich mit einem kippbaren Fahrerhaus macht das keinen Sinn. Gerade beim Unimog mit den Verwindungsmöglichkeiten würde ein Alkoven auch das Fahrzeug über die 4 Meter Gesamthöhe bringen und das geht gar nicht. Der Tisch ist ja dazu da, dass ich da noch jemand hinsetzen kann? Ja, das ist eine Sitzbankverbreiterung. Das Polster liegt da hinten. Das heißt, ich kann den... Ich helfe dir mal eben. Ja. Das ist auf jeden Fall massiv. Oh ja, das hat klack gemacht. Das Polster liegt noch da, dann kann man sich also auch wirklich hier nochmal bequem hinsetzen. Ja, und hier habt ihr natürlich die einzelnen Elemente. Ihr habt zwei verschiedene Heizungen, oder? Hier ist deutlich mehr. Das Fahrzeug ist voll ausgestattet, so wie wir uns vorstellen, dass eine perfekte Fernreise ist. Das heißt, wir haben hier, fangen wir mal links oben an, wo Bimobil draufsteht. Das ist wieder unser Bedienpanel für die Außenbeleuchtung, wo man einen Hauptschalter für die Innenbeleuchtung hat. Hier haben wir jeweils links, rechts und hinten für die Außenleuchten als Arbeitsbeleuchtung oder Vorzeltleuchte. Und das ist die Panikbeleuchtung. Das macht die Frontscheinwerfer und die Umfeldbeleuchtung maximal hell, dass ich einfach sehe, wenn draußen irgendwas ist. Laser habt ihr vorne drauf? Hier ist noch nichts drauf, aber da kommt sicherlich, wir gehen eher bei PIA oder Laser. Aber das kommen LED-Strahler kommen da drauf und die sind richtig hell. Und es ist halt wichtig, wenn irgendwas draußen rumkruschtelt. Ich will wissen, ist das einfach ein Wildschwein, was ich da zu schaffen macht oder ein Bär, der den Grill abschlägt oder halt, ob wir wirklich Menschen sind, die dann doch unangenehm sind. Wir haben hier zwei Heizsysteme. Das Hauptsystem ist die Truma-Dieselheizung. Redundantes System ist eine Truma-Gasheizung. Wir arbeiten mit Truma und Webasto zusammen. Das sind aber alles Sachen, die man halt entsprechend mit dem Kunden diskutieren muss. Das hier in der Mitte, Dometic, das ist die Klimaanlage. Die ist hier in der Mitte verbaut. Hier unten drunter ist die Klimaanlage, das ist eine Unterflur-Klimaanlage. Wir haben bei dem Fahrzeug eine 230 Volt Lichtmaschine, die während der Fahrt 5 kW bringt. Nochmal. Ja. 5 kW. 5 kW, 230 Volt während der Fahrt. Damit kann ich also locker die Klimaanlage betreiben und
Ich arbeite mit bis zu 120 Ampere Ladestrom auf 12 Volt Basis für die Lithiumbatterie, die auch aufnehmen. 5 kW macht die Lichtmaschine. 5 kW macht die Lichtmaschine. Wenn ich mal gerade umrechnen, Ampere, das sind 140 Ampere bei 12 Volt. Ja. Ungefähr. Das ist richtig viel. Ja, und wir haben einen 3 kW Wechselrichter von der Firma Büttner, den ICC 3000. Das heißt, ich habe hier ein Kraftwerk. Der funzt. Der funktioniert richtig gut. Ja, denn ich war mal bei denen am Stand und habe mal den Film mal laufen lassen, eine Viertelstunde, und der wurde noch nicht mal warm, so richtig. Also das ist ja diese Kombi-Sachen, die es so gibt, mit viel Lüftung, wo alles auf einmal ausfallen kann, da seid ihr nicht so Freunde von. Das heißt, der Wechselrichter ist extra? Also das ist ein Wechselrichter-Ladegerät, aber der ist entsprechend großzügig dimensioniert. Ja. Und ich habe als Extrembeispiel letztes Jahr einen Partner von uns in Russland, dem seine Anlage hat nicht funktioniert, dem habe ich von meinen 360 Ampere Stunden, die ich übrig hatte, habe ich ihm 120 rübergespielt. Sprich, ich war Landstrom und bin bei ihm reingegangen, und dann gingen bei mir 400 Ampere weg. Ja. Auf 12 Volt Basis, da ist das System warm geworden. Ich habe das ständig überwacht, auch mit der Wärmebildkamera überwacht. Das war ein Test, aber das funktioniert. Es geht also so weit, dass ich mit diesem System einem anderen Reisemobil den an Tropf hängen kann und denen einfach nochmal einen Tag weiterhelfen kann. Ich wohne in Frankreich, wir hatten einen Stromausfall und dann habe ich mal ein Kabel gelegt ins Wohnmobil und hatte 230 Volt. Das Autarkie-Thema, hier ist Solar am Dach. Wir haben eben gesagt, die ist 230 Volt Lichtmaschine. Ich kann mit 120 Ampere laden, habe ich gerade gesagt. Das heißt, wenn ich 3 Stunden fahre, ist voll. Ist voll. Das heißt, das übliche Reisen, ich setze um, ich fahre ein Stück und sonst irgendwas. Ich komme mit der vollen Batterie abends an. Ich kann auch guten Gewissens 200 Ampere für die Klimaanlage verbraten, wenn ich am nächsten Tag ein Stück fahre. Das ist mir nicht gelungen. Also ich bin jetzt von Italien zurück, hat die Klimaanlage angemacht, habe an Bord 360 Ampere Stunden, kam an, 40 Ampere macht der Iveco und die Batterie hatte noch 37%. Genau. War also fast leer. Richtig. Und hier befeuere ich die Klimaanlage und ich lade mit 120 Ampere gleichzeitig. 1,67, machen wir den Arm hoch. Ja, Stehhöhe ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, hier sind wir über 2 Meter. Ja, und das ist noch nicht mal der höchste Punkt hier. Nein. Wie gesagt, hier können wir auch wirklich großgewachsene Leute reinlassen, die sich auch in einem Fahrerhaus im Unimogul fühlen. Wenn ich hier auf dem Campingplatz fahre, ist der Rasen in Gefahr? Hat der Campingplatzbesitzer gerne Angst, aber ich habe große Räder, Aufstandsfläche, ich mache weniger kaputt wie irgend so ein 12-Tonner Liner mit Straßenreifen. Hm. Das ist immer nur das, so, dass der Campingplatzbesitzer Angst vor den großen Rädern hat, aber das ist Blödsinn. So, ich lasse das mal kurz hier mal ein bisschen sacken. Mensch, wieder 32 Minuten. Ich wollte auch in 11 Minuten pro Fahrzeug fertig sein. Und da hast du eben schon komisch geguckt ganz am Anfang. Hast du gedacht, in 11 Minuten schaffen wir das eh nicht. Mhm. Hast du gedacht, oder? Ja, ich habe so gedacht. Ja, und dafür haben wir doch zu viele Details. Ich habe das schöne Ecken. Das heißt, automotive Ecken sind ja im Fahrzeug drin, auch jetzt im Möbelbau. Ja. Man muss sich wohlfühlen. Es muss zeitlos sein. Ich muss lange Winternächte hier aussitzen können. Ja, dass man einfach sagt, ich habe was zum Lesen dabei. Und wenn es draußen stürmt und schneit und regnet, hier drinnen muss die Welt in Ordnung sein. So, Schränke überall, das muss sein, wenn ich hier lange unterwegs bin. Ganz wichtig, in ganz viele Schubläden hier in dem Fall, wo man richtig schön Sachen reinkriegt, Socken, Kleingruscht. Ich zeig noch mal kurz die Schubladen, wie schön die gebaut worden sind. Das könnte auch ein Meisterstück gewesen sein von eurem, alles mit Liebe. Das heißt, da ist der eigene Anspruch, ist hoch bei euch? Ja, absolut, absolut. Man muss sich hier wohlfühlen, das ist eine Wohnung. Ja. Das heißt, du musst nicht da daneben stehen, den Leuten sagen, dass sie auch nicht arbeiten sollen. Das machen die schon selber? Das machen die selber, ja. Ist das nicht toll, so ein Team zu haben? Traumhaft. Das ist wirklich toll. Trotzdem, ihr prüft wahrscheinlich andauernd während der Fertigung. Ist da noch jemand, der extra dort nochmal drüber guckt? Selbstverständlich. Unser Stiefsohn oder mein Stiefsohn, Sohn von meiner Frau, technischer Leiter, der macht auch die Qualitätskontrolle. Ich springe natürlich ständig in der Werkstatt rum und dann haben wir noch mal einen, der die Endkontrolle extra macht. Also da achten wir schon sehr, sehr drauf, dass uns da nichts durch die Lappen geht. Wenn du mal gerade hier aufmachst, bitte. Das ist wahrscheinlich so eine Art Schuhschrank, oder? Das ist das Schuhfach, ja. Schuhfach. Denn ich will ja nicht alles mit reinschleppen, kann ich ja ausziehen. Ausziehen und da schnell rein verschwinden lassen. Wenn die Leute dorthin fahren, wo es kalt ist, da fährst du ja auch mal gerne hin. Wahrscheinlich auch mal gerne im Winter, oder? Ja. Ja. Wenn ich jetzt reinkomme und die Sachen sind nass, hast du da ein Konzept für? Wir hängen das immer ins Bad.
Hier haben wir noch keine Kleiderstange. Es geht. Ich würde immer was an die Decke hängen. Wir haben hier ein extrem großes Bad. Ist es warm schön? Ach, absolut. Muss ja sein, oder? Man muss sich doch wohlfühlen im Bad. Trocknen. Also ich habe ja zufälligerweise... Der Raum ist beheizt, ja. Der Raum ist belüftet. Okay. Ja, und wenn ich hier meine nassen Klamotten reinhänge, die trocknen ab. Die können abtropfen, die trocknen ab. So, und da ist die Dusche. Das habt ihr schön gelöst hier unten. Ja, richtig schön. Natürlich sind die Materialien absolut wasserfest. Richtig, das ist Teakholz. Das sind also so spezielle Duschböden. Ist bequem, kann man barfuß reinsteigen, läuft gut ab. Farbe. Richtig für den Platz. Die 70er grüßen, aber es fällt in dem Zusammenhang, es ist wieder zeitlos. So ist es. So, das muss einfach sonnig-freundlich sein, ja. Die Fenster, die... Warte mal, ich zeig mal Details von den Fenstern, dass man das mal sieht. Fliegengitter sind natürlich drin. Hartglasfenster.de. Ja. Man darf ein bisschen Werbung machen für die? Gerne. Da ist es. Hartglasfenster.de. Das heißt, die sind extrem hart außen. Das ist ein Spezialglas, ja. Das bruchsichere Spezialglas, höhengeprüft im Labor bis 8000 Meter, glaube ich, prüft er die Scheiben. So, und da ist die Trenntoilette drin, die kann ich rausziehen. Richtig. Wenn ich es nicht brauche. So, dass ich ein extrem großes Duschwaschraum habe und eine bequeme Toilette, wenn ich die nach vorne gezogen habe. So, und da habt ihr schon das Design von den Türen, die Inlays in Silber, macht das Ganze sehr modern. Ja, wir gehen am besten mal nach hinten. Hängen kann ich auch was lagern, das können wir gleich mal zeigen. Du fragst nach dem Schrank? Ja. Wahrscheinlich fährt man hiermit nicht in die Oper, aber trotzdem ist es ganz nett, wenn man da was hat. Ihr habt mir das schon erzählt, das Thema Fußbodenheizung ist im Offroad-Bereich kein Thema. Es ist ein Thema, machen wir ab und zu. Wir sind aber der Meinung, habe ich vorhin schon gesagt, muss bei einem Bimobil nicht sein. Unsere Kabine durch das Holz wärmt sich auf und gibt ein extrem gemütliches, angenehmes Raumklima. Und eine Umluftheizung ist leichter und halt einfach ausfallsicher. Wenn ich mir ein Loch in einen Warmluftschlauch steche, dann gibt es ein Pflaster und das Ding funktioniert wieder einwandfrei. Mhm. Und wenn ich eine Glykolleitung gebrochen habe, dann ist halt wahrscheinlich Urlaub Ende. Dann muss ich eine große Reparatur machen. Ja, Fotos machen ist hier ganz einfach. Ich kann mich aufs Bett stellen, oben zur Luke raus, kann meine Kamera setz mich holen. Aufs Dach. Ja. Setzen geht? Ja, klar. Ist das zugelassen? Das ist begehbar. Aha. Wir haben auch schon Dachgalerien gebaut mit Geländer. Patricia! Ich wollte gerade sagen. Du darfst ja mal die Schuhe ausziehen. Ja. Mach mal. Ich muss das mal ausprobieren. So, jetzt ist das erste Mal, dass die Patricia die Schuhe auszieht. Denn normalerweise macht sie ja nicht drauf, aber das Fahrzeug ist auch ein Ausstellungsstück. Das ist ein Ausstellungsstück, wurde aber jetzt tatsächlich letzten Freitag verkauft. Echt? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Der neue Besitzer kriegt das Video kostenfrei zugestellt. Wow, ich habe hier richtig viel Platz. Und du sagst, man kann wirklich da aufs Dach? Mach mal. Ja, einfach mal rausgucken, das kannst du ja mal machen. Also ohne, dass du da... Sie ist nämlich ein wenig höhenängstig. Nee. So, jetzt steht es hier drauf. Warte, ich zeig dich. Das ist schon cool, ja. Warte mal, ich geh mal gerade hier hoch. Geht's? Hier ist die Patricia in Düsseldorf. Hallo. Hi, das ist total verrückt. Ja, und hier kann ich dann ordentliche Fotos machen, gell? Ja. Oder alternativ im Fahrerhaus haben wir noch die runde Luke. Den haben wir uns den Unimog-Leuten abgeschwatzt. Da habe ich mal drüber berichtet. Das heißt, ich kann auch im Fahrerhaus mal schnell oben und raus. Ja. Also Kinder, wenn ihr wüsstet, was ich jetzt für euch gemacht habe, die Kamera in Richtung wiegt ja schließlich knapp 1,5 Kilo. Die Verschlüsse oben, das ist auch schon unglaublich zeigenswert. Warte, ich zeige das mal gerade, wie schön das da aussieht. Wenn ich so sehe, mein Heki, was ich habe da, das geht hier natürlich gar nicht, weil das muss halten. Ja. Was ist da oben drin für ein Fenster? Auch eins von Echtglas? Von KCT. Ja. Hartglasluke, ja. Also das, die Fenster und Dachluken, das ist High-End. Also da sind wir hundertprozentig zufrieden. Haben auch richtig gut isoliertes Glas. Das heißt, es kommt relativ wenig über Wärme und Hitze über diese kleine Luke, über die große Luke. Das ist im Vergleich zur Kunststoffluke ein Riesenunterschied. Ganz heimelig. Das heißt, ihr habt hier hinten dann noch Ablagen mit so Gummis, die man abspannen kann. Die Patricia ist 1,67. Die Länge langt? Ja, ist über 2 Meter. Über 2 Meter. Das heißt, ich kann also jetzt was machen. Ja, und du könntest jetzt hier liegen, einmal auf dem Campingplatz in Kaufbeuern.
Aber du könntest auch irgendwo in Afrika sein oder in Skandinavien, wo du gerne bist, in Land. Ich bin gerne in Nordländern, Skandinavien, Sibirien. Alaska ist mal so ein Traumziel. Nordkanada, da fühle ich mich dann wohl. Patricia, du bist Radiomoderatorin und Journalistin angehende, studierst Journalismus und wir sind jetzt seit wie vielen Tagen? 8 Tagen auf der Messe und du kannst verstehen, so langsam, dass die Leute es nach draußen zieht? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben jeden Tag was anderes gesehen und also Caravaning ist so ein großer Bereich. Es ist wirklich unglaublich und ich kann die Menschen, die das über alles lieben, verstehen, ja. Wir haben uns jetzt Stunden für Stunden um die Ohren geschlagen, ja, gefilmt, mein rechter Arm tut weh, ja, wir machen riesenlange Dokus, aber ich glaube, jedes Fahrzeugkonzept ist es wert, einfach mal komplett vorgestellt zu werden, also und zwar von den Leuten, die es designt haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, du hast alle Geschichten gehört, aber eins haben wir immer gehört, die Leute stehen zu 100% hinter dem, was sie bauen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich auch für unsere Zuschauer echt sehenswert, gerade für Leute, die nicht auf die Messe kommen können, jetzt auch gerade zu diesen Zeiten. Da lohnt es sich einfach, auch einen 2-stündigen Film darüber anzuschauen und alle Details da zu sehen, die besprochen werden. Mhm. Ja, früher der ARD Ratgeber Technik, den habe ich immer gerne geschaut. Das war das einzige Sonntags, was ich überlebt habe. Ja. Aber das hier ist ja praktisch, was wir zeigen, ist ja der Ratgeber Reisemobiltechnik. Extrem, so kann man es sagen. Ich denke ja. So, man kann hier auch schlafen? Selbstverständlich kann man hier schlafen. Sitzgruppe, Tisch runterdrücken, der liegt dann nochmal zum Stabilisieren auf diesen Leisten auf. Ist das schwer, den runterzudrücken? Nein. Zeig mal bitte. Ich mal gerade. So, jetzt ist er nicht ganz drin. Ganz unten, weil er nicht ganz zentriert ist. Ja, ich hab's verstanden. Das heißt, der liegt dann unten auf. Liegt dann hier auf der Leiste auf. Das heißt, da wackelt nichts, bewegt sich nichts. Absolut sicher. Und die Polster werden dann zusammengelegt, sodass ich dann hier mit den schlaufe ich halt auf Leder. Oder man macht doch Stoff, aber wenn man mal Gäste hat. Wir haben hier einen 3-Punkt-Gurt. Das heißt, hier haben wir noch einen Sitzplatz. Hier haben wir 2 Beckengurte. Das heißt, hier dürfen nochmal 3 Leute mitfahren. 3 insgesamt? Ja, also 5 Personen. 5 Personen können hier reisen. Und das macht man, wenn, was weiß ich, die erwachsenen Kinder oder Freunde mal für 14 Tage mitfahren bei der Langzeitreise, fliegen irgendwo hin, sind 14 Tage dabei, dann kann man die einfach mal einladen und sagt, kommt mal 14 Tage mit. Und dann macht man das zu zweit weiter, die Reise. Ja, da oben ist der Gastank, das heißt... Fernanzeige für den Gastank. Genau, ja, ich habe genau dieselbe. Ja. Ein klein wenig draufhalten, dann kommt ja der externe Gastank. Ich habe es ja schon 100 Mal gesagt, ich liebe ihn. Und... Ich habe ihn beim eigenen Fahrzeug auch drin, es ist einfach super praktisch. Ja. An irgendeine LPG-Gastankstelle rangehen. Und wenn man aufpassen muss, wenn man im extremen Winter unterwegs ist, sollte man nicht das Autogas nehmen. Das ist nämlich im Winter eine 40% Butan und 60% Propan-Mischung. Da kriege ich dann, wenn es richtig kalt ist, nur das Propan-Anteil raus. Es gibt aber Tankstellen, die 95% Propan haben. Die muss man gezielt anfahren für den Wintereinsatz. Am besten vorher fragen. Meistens ist der Tankwart, der weiß gar nicht, was man will. Aber richtig, es ist oft weiß so... weiß nicht, was drin ist. Genau. Der weiß nicht, was drin ist. Wenn man aber gezielt anfragt, man kriegt oft eine Antwort. Genau. Genau, so ist es. Ja, wir gehen mal nach vorne durch, denn das Besondere ist, man hat eine Luke, die ist abschließbar. Das heißt, ich kann also wirklich hier mich trennen und habe hier ein Sicherheitselement. Das ist ein Sicherheitselement und ganz wichtig, ein thermisches Element. Fahrerhaus ist im Vergleich zur Wohnkabine immer schlecht isoliert. Ich kriege die Hitze oder die Kälte über den Durchgang rein. Es sei denn, ich mache jetzt zu, das ist eine stabile Tür mit Sandwich, also mit Schaum in der Mitte. Jetzt ist sicher. Nochmal zusätzlicher Einbruchsschuss und thermisch abgeschlossen. Und das da ist wahrscheinlich ein Magnet, der das festhält? Das ist der Magnet, der dann hier... Ach, das war das auch bei dem anderen Fahrzeug. Ja, okay. Deswegen hält mir die Tür offen. Jetzt wie cool. Bleibt sie auch off-road offen. Ganz platz das heißt, offen. Wenn hier in der Wohnkabine jemand sitzt und ich offen fahren muss, dass die Sprechverbindung stattfinden kann, man sich ein bisschen unterhalten kann, dann fährt man so. Ja, wenn du mal so lieb bist, da mal reinkrabbelst, ich will das mal sehen. Wie man das machen würde. Ja, das ist ja mein Arbeitsplatz, oder? Das ist ein Arbeitsplatz, ja. Der macht Spaß. Ja, was wir gerade Thema Fotoluke gemacht haben, das habe ich den Unimog-Leuten noch abgeschwatzt. Das heißt, ich kann hier aufmachen und kann mich einfach nochmal auf den Sitz stellen. Und man kann es offen lassen. Und man kann es offen lassen während der Fahrt. Und wenn ich dann ein schönes, großes Tele dabei habe, zufällig, dann kann ich auch richtig tolle Fotos machen.
Ja, das ist, du hast es schon erzählt, Atego war hier Pate vom Pfarrerhaus. Richtig. Das heißt, die Isolation, man muss sich nicht anschreien. Nein, ist inzwischen wirklich gut unterhaltbar, ist auch von der ganzen Logik und vom Cockpit-Design nicht mehr das Klassische, dass ich hier hinten schalte und hier einen WIP-Schalter und hier einen Drehschalter, sondern es ist ein aufgeräumtes, modernes Cockpit. Steht die Unimog absolut gut und macht ihn auch ein Stück weit universell tauglich und auch für den Reisemobilisten. Nicht bloß für den Unimog-Spezialisten, sondern einfach jemand, der sagt, ich brauche die Technik, aber ich will eigentlich reisen und nicht als Selbstzweck mit der Technik spielen. Ja, und ich habe hier halt wirklich alles. Ich habe die Untersetzungen. Bremse? Was für eine Bremse ist hier drin? Druckluftbremse, ganz normale LKW-Druckluftbremse. Motorbremse auch? Motorbremse habe ich, selbstverständlich, in zwei Stufen. Ich kann also auch die 45-Grad-Rampe extrem langsam über die Motorbremse, sprich alle vier Räder mit gebremst, runterfahren. Da vorne ist der Allrad, der zuschaltbare, oder der ist permanent, der Allrad? Das ist permanenter Allrad und ich habe hier meine Sperren. Die Sperren drin. Wenn du mir das mal erklärst für Laien, was heißt denn das Sperren? Also wenn ich im Kreis fahre mit einem Auto, fährt er das äußere Rad schneller oder hat ein äußere hat einen größeren Weg als das innere Rad. Mhm. Damit dreht das äußere Rad schneller als das innere. Das Differentialgetriebe bringt jetzt auf die unterschiedlich schnell drehenden Räder den Vortrieb. Das ist gut so. Jetzt gibt es aber den Extremfall, ich stehe mit einem Rad auf der Betonplatte und mit dem anderen Rad auf der Eisplatte. Gebe jetzt Gas und dann fängt das Rad auf der Eisplatte zu drehen an mit doppelter Geschwindigkeit und das steht. Das Auto versteht, ich drehe mich um das eine Rad. Ist natürlich ein Blödsinn. Jetzt muss ich einfach sagen, nee, liebes Differential, du arbeitest zwar gerade richtig, aber ich brauche dich nicht. Also muss ich das Differential sperren. Und dann sind beide Seiten gleich schnell. Und wenn ich dann mit einem Rad Traktion habe, komme ich raus. Okay, das heißt, ich kann vorne und hinten getrennt schalten? Und wir haben hier drei. Das heißt, das gilt für die unterschiedlichen Achsen. Das ist das Mittendifferential. Dann habe ich beide Achsen gleich schnell drehen. Das ist das Erste, was ich einschalte, wenn ich in Richtung Offroad oder Piste gehe, Mittendifferential. Dann passiert es mir nicht, dass wenn ich mit einem Rad durchdrehe, ich komplett stehe, sondern dann schiebt mich die andere Achse weiter. Nächster Schritt ist Heckdifferential, dann drehen beide Achsen gleich schnell und die beiden hinteren Räder gleich schnell. Und wenn es dann noch nicht ausreicht, letzte Chance vorm Abschleppen, Frontachse sperren, dann drehen alle vier Räder gleich schnell. Dann kann ich keine Kurve mehr fahren, darf nicht mehr lenken, aber ich habe eine reelle Chance, dass ich geradeaus mich nochmal aus dem Schlamm oder Sandloch rausfahre. Das ist recht wahrscheinlich, dass ich hier mit rauskomme, fast überall. Ich habe noch eine Möglichkeit, ich habe hier die Reifendruckregelanlage über dieses Panel hier und kann den Reifendruck runterfahren und wenn ich im Weichsand bin, habe alle vier Räder gesperrt, also alle Achsen gesperrt und alle Differentiale gesperrt und habe einen niedrigen Reifendruck, dann habe ich eine reelle Chance, dass ich mich selber noch raus, dass ich rauskomme. So, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich strecke gerade meinen Arm aus mit meinem Maßkrug in der Hand. Und es klappt. Ja, wir kommen am besten mal rein, denn ich pack's nämlich nicht mehr. Das war zu filmen, aber jetzt geht's wieder. Das heißt, das Rein- und Rauskrabbeln, hast du das jemals gebraucht auf den Reisen, dass du mal wirklich schnell mal weg musstest? Also ich hab's noch nicht gebraucht. Wobei, der ist komfortabel genug, dass man wirklich sagt, auch bei schlechtem Wetter krabbelt mal schnell nach hinten. Was ich regelmäßig brauche, ist, dass natürlich mein Handy noch hier vorne ist. Das ist so, das heißt, man hat es liegen lassen und... Ja, es klebt noch an der Scheibe, weil ich damit navigiert habe oder irgendwie, dass man sagt, ah Mensch, hab's schon wieder nicht hinter. Dann mache ich schnell hier auf, strecke mich nach vorne. Und jetzt ist ja im Moment eine extreme Verschränkung und trotzdem, ist das jetzt das Maximum, was geht von der Verschränkung? Es geht noch nicht ganz. Ein bisschen mehr, aber wir haben es so gemacht, dass die Wohnkabine waagrecht steht. Ich käme ihm im Hinterrad nochmal so hoch wie im Vorderrad. Genau. Und man sieht aber auch hier schon, der Balk ist also auch schon gut gespannt. Das macht ihm nichts. Nein, das macht ihm nichts. Dafür ist er gebaut. Dafür ist er gebaut. Und man sieht, dass also die beiden Löcher schon ziemlich auseinander aus der Richtung gegangen sind. So, dann komm noch mal raus, bitte. Ja. Zeige ich das mal gerade, wie er rauskommt. Dein Alter, bitte, Stefan? 52. 52, 68 geboren. Nicht mehr so trainiert wie früher, sonst wäre das mit einem Schritt gegangen. So, das Geburtsjahr ist 1968. Ja. Genau, der Monat? Januar. Januar, Mai. Ist das 68 so ein Alter, wo es anfängt? 1968 Geburtsjahr, wo man hier... So ein guter Jahrgang, oder? Ich finde den super. Also man fühlt sich noch jung, ja, kommt sogar noch durch die Klappe durch. So, das Alter der Leute, die das kaufen, da sind auch viele sehr, sehr alte Menschen dabei, 80 plus. Also
Ganz wenige 80 plus haben wir, aber ganz wenige. Sagen wir mal, die Ü60 ist so übliches Einstiegsalter bei uns. Mhm. Ja, vom Großteil. Die Leute brauchen Zeit und Geld. Wenn man so ein Fahrzeug hat, viele können es sich leisten, aber wenn man keine Zeit hat, ist schade drum. Wenn ich Zeit und Geld habe, dass ich wirklich sage, ich kann mal ein halbes Jahr, ein Jahr in die Welt fahren, dann ist das absolut sinnvoll und macht Spaß. Ja, du hast ganz am Anfang, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, als wir gefilmt haben, hast du eins gesagt, es gibt was sehr Kostbares. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Was war das? Eines der wertvollsten Dinge im Leben ist es einfach, für sich selbst Urlaub zu machen und quasi auch für Zeit für sich selbst zu finden und auch für die Freunde und für die Familie. Das heißt, Unternehmer, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, es sind wahrscheinlich oft Unternehmer auch, ja, die das machen, die dann sagen, okay, ich will nicht zu Hause sitzen jetzt und den Rasen machen, das machen also ja viele. Viele unserer, also ich glaube, eine häufige Gemeinsamkeit unserer Kunden ist, dass die während der Ausbildung, meistens während dem Studium, schon Offroad-Touren gemacht haben. Fahrradtouren, Rucksacktouren, Bulli-Touren, Motorrad unterwegs gemacht haben und dann lange Zeit viel gearbeitet haben, hart gearbeitet haben und irgendwann sagen, die Art zu reisen von früher, das war meins, das will ich machen. Der Fernreisevirus, der Reisevirus ist nicht heilbar, den hat man im Blut und kriegt den nicht los. Bloß man sagt, Mensch, jetzt bin ich über 60, mit dem Fahrrad 6 Wochen muss nicht mehr. Aber die Idee des Reisens bleibt und die sind dann bei uns. Die sagen, genau diese Art von Reisen, die Natur draußen, die Frischluft, das wie der Skandinavier sagt, Friedlos Living, das ist das, was die verbindet, ja. Stefan, das ist so toll, mit dir zu drehen, weißt du das? Danke. Weil du wirklich mit Herzblut die Geschichte erzählst, eigentlich von einer Firma, die anderen Leuten in Höllen Spaß macht, oder? So ist es. Das heißt, jemand übernimmt das, fließt schon mal ein Tränchen? Bei der Autoübernahme? Ja. Selten. Aber gut, dass die Leute Ohren haben, sonst würden sie einmal außenrum grinsen. Also das ist schon... Ist so. Das heißt, die freuen sich schon... Ja, die freuen sich. Und wir kriegen auch sehr, sehr viel, sehr positive Resonanz, dass sie sagen, Mensch, hier ist toll und es ist gemütlich und es ist warm und man fühlt sich wie zu Hause. Man kommt nach Hause, egal wo man ist. Und das ist eigentlich unser Ziel. Also nochmal zusammenfassend. Ich investiere zwar viel Geld, kann aber damit locker mal 10 Jahre fahren. Wenn ich es dann anschließend veräußere, habe ich einen richtigen Werterhalt. Das heißt also, es ist nicht so, dass ich auf Null gehe, im Gegenteil. Bei Weitem nicht. Und es ist eigentlich, wenn ich das Geld habe, eine ganz tolle Wertanlage, oder? Ja, absolut. Also wir haben, was momentan an Wiederverkaufswerten uns genannt wird, von den wenigen Kunden, die verkauft haben, sind selbst wir immer wieder absolut erstaunt. Das sind 10%, 15%, 20% Verlust nach vielen Jahren, vielen Kilometern und zugelassen. Das vor 10 Jahren war das undenkbar. So, die Sicherheitsdurchsage kommt, glaube ich, nur einmal pro Stunde, aber wir haben sie schon wieder erreicht. Wir gehen mal raus. Denn wir sind tatsächlich auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf im Jahr 2020, mitten in der Corona-Zeit. Wir dürfen zu Filmzwecken die Maske ausziehen. Und hier stehen wir, den Stefan, vor dem Bimobil auf Basis Unimog. Und wenn die Dame gleich aufgehört hat zu regen, dann können wir nämlich nochmal drüber sprechen, was das Ganze kostet, was es drin hat. Es hat nämlich eine Klimaanlage drin, eine Unterflugklimaanlage mit 2 kW, eine unglaubliche 5 kW 230 Volt Lichtmaschine drin, die wahrscheinlich nicht Serie ist, oder? Nein, das ist eine Option, eine sehr teure Option, aber eine, die unglaublich flexibel ist. Die Aufpreisliste, da sieht man schon, also 307.000 Euro und 307.400 Euro und, ach, die Stimme ist weg, jetzt ist es besser, jetzt kann ich nochmal reden. Und inklusive der Umsatzsteuer dann 441.875 Euro. Habt ihr ab und zu auch schon mal Anfragen von Menschen, die das gewerblich nutzen? Das heißt also, die im Prinzip die Kabine brauchen, Rundfunkanstalten oder Leute, die das wirklich brauchen, so ein Konzept? Rundfunkanstalten noch nicht, aber wir haben schon Leute, die Kabine auch gewerblich einsetzen. Ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, die ist Übersetzerin. Die hat gesagt, es ist völlig egal, wo in der Welt sie ist, aber sie kriegt einen Anruf. Und entweder sie sagt ja und dann hat sie den Auftrag und wenn sie nicht innerhalb von 3 Minuten Ja sagt, ist durch. Ich habe gesagt, egal wo sie ist, mit der modernen IT, Übersetzung geht. Stark. Letzte Frage, Thema WLAN, nee, nicht WLAN, LTE, 3G, UMTS, 5G in Osteuropa.
das klappt gut mit dem Roaming? Oder was ist so deine Erfahrung, wenn du entsprechend online sein möchtest? Also wir reden jetzt hier von modern und dritte Welt. Da ist Deutschland dritte Welt. Das ist da viel besser draußen? Wesentlich. Als kleine Anekdote, wir sind von Polen nach Deutschland gefahren, waren vorher in Russland, also Schweden, Finnland, Russland, Polen. Und dann sind wir in Frankfurt oder nach Deutschland gefahren. Und da hat meine Tochter hinten das Fluchen angefangen, weil der Film, den sie gerade geguckt hat, war weg. Okay. Also ja, das funktioniert in diesen Ländern hervorragend und in Deutschland haben wir halt unsere bekannten Lücken. Ja, ich habe auch selbst eine Flatrate von der Telekom, also 3 SIM-Karten, du kennst die wahrscheinlich auch, die gleiche. Die ist unbegrenzt, unlimited. Ja, die habe ich nicht, aber der andere reicht mir auch. Der andere reicht mir auch, die ist europaweit, sogar weltweit und so weiter. Und ich glaube, in Kürze, wenn 5G kommt, wird das auch günstiger. Das heißt, die Mobilität mit Daten auszutauschen und so, das ist vielen ja sehr wichtig. Man will nicht ganz abgerissen sein. Wir haben einen Router zu diesem Zweck, wo ich 2 SIM-Karten reinstecken kann. Einmal die Heimat-SIM-Karte und eine SIM-Karte vom jeweiligen Ausland. In Russland kosten 30 Gig 15 Euro. Das mache ich 2-mal und dann habe ich einen Monat durch und habe nicht aufgepasst. Ja, für 30 Euro, das ist kein Geld. Und die brauche ich bloß reinschieben, das funktioniert einwandfrei. Und im Auto habe ich dann mein WLAN. Die Antennen sind extern, also außerhalb der Aluminiumkabine, sodass ich einen sehr guten Empfang habe. Und im Auto habe ich mein WLAN und ums Auto rum. Also wie zu Hause, kein Unterschied. Ja, prima. Wir sind zu Gast bei der Firma Bimobil in Halle Nummer 5 im Jahr 2020. Heute am 11. September 2020 mit Stefan Christner. Deine Frau heißt Sabine. Ihr macht das zusammen, richtig? So ist es. Ja, die Firma heißt Bimobil von Liebe GmbH und ihr seid in Oberframmern. Ich habe gehört, unweit von München. So ist es, genau. Ja. Vielen Dank für das tolle Interview. Gerne. Mit dem EX 432 von Bimobil. Da ist es. Tschüss.